der Familie früh auf, mitten im Kleingartenverein Fuchsloch. Und die Kleingärtner kriegen in diesem Jahr die rote Luftpumpe, weil sie es verdient haben, weil sie im Nürnberger Westen eine absolut grüne Lunge sind. 95 Parzellen, grün, 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 Pflege. Das ist einfach wunderbar für unseren Stadtteil. Also die Kolonie wurde 1933 gegründet und sie bestand damals aus 34 Gärten. Das Gelände wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt. Es war früher Schuttplatz und wurde dann aufgeschüttet. 1952 wurde ein weiteres Gelände dazu aufgeschüttet und auf die jetzige Größe von 95 Gärten ausgeweitet. Jetzt haben wir immer noch 95 Gärten. Ja, und so ist es entstanden. Ich habe ungefähr 5 Minuten von meiner Wohnung hierher und der Freizeitwert ist also sehr hoch. Man kann also hier schön seinen Feierabend genießen, man kann grillen, sich einfach in die Wiese legen, Liegestuhl, Seele baumeln lassen. Und ich finde, dass unsere Anlage an mit von den schönsten ist, auch von der Gestaltung der Gartenlauben. Und unsere Anlage, wenn man durchgerissen ist, alles so eigentlich wie es sein sollte. Hier ist man halt sein eigener Herr, man hat Unterhaltung, wird einiges geboten und man kann in seinem Garten werkeln. Das ist, denke ich mal, für die meisten das Ausschlaggebende. Die alteingesessenen Kleingärtner untereinander haben einen sehr engen Kontakt. Das gibt sich auch in den Vereinsarbeiten wieder, in den Gemeinschaftsarbeiten. Die Jüngeren, die nachkommen, die haben den Kontakt noch nicht so. Die schauen sich noch etwas ab, was ich eigentlich schade finde, weil wir gern auch mit den jüngeren Mitgliedern mehr Kontakt haben möchten. Der Muggenhofer Fuchsbau ist ein Verein, der sich gegründet hat, um die Jugend in Muggenhof, Eberhardshof, Doest zu unterstützen bzw. deren Interessen zu vertreten. Gegründet hat sich der Verein deswegen, weil direkt in der Nachbarschaft vom Fuchsloch Kleingarten jetzt gerade ein Kinder- und Jugendhaus und ein Aktivspielplatz entsteht. Die unmittelbare Nachbarschaft bedeutet natürlich auch, dass man sich auch immer mal über den Weg läuft oder kann das bedeuten. Der Kleingartenverein ist Mitglied unseres Vereins und auch der Dachverband. Wir sind im ständigen Austausch. Wir haben schon ganz viele Kooperationsideen mit den Kleingärtnern zusammen entwickelt, gehen über gemeinsames Häusle bauen bis zu Gartenprojekten und Vogelspaziergängen. Zusammenhalt ist zwar jetzt immer so wie früher, aber man kann immer noch auf die Leute zählen, wenn man sie braucht. Die helfen auch. Gartenfest war, haben wir jetzt wieder ein sehr schönes Fest gehabt, unser 80-jähriges. Und die Leute sind da, wenn man es braucht. Ja, wir haben so gedacht, 80 Jahre, wir stehen jetzt alle auf und singen ein Happy Birthday, oder? Mit den Vorsitzenden, mit den Menschen, die die Verantwortung dafür übernehmen. Also herzlichen Dank dafür für Ihr ehrenamtliches Engagement. Sie haben es ehrlich verdient, dass heute die rote Luftpumpe des SPD-Ortsvereins Muggenhof an den Kleingartenverein Fuchsloch geht. Und Sie befinden sich ja in guter Gesellschaft mit den vorherigen Preisträgern. Und Sie verschaffen den Menschen hier im Stadtteil, wo es ja wirklich nicht sehr viel Grün gibt, sogenannte grüne Lungen und Natur. Herzlichen Dank dafür und Sie haben es wirklich verdient und Dankeschön.